Beim Praxistreffen ist es immer eine Herausforderung, ein ausgewogenes Programm aus Beiträgen für TechnikerInnen, ProgrammiererInnen anzubieten und BibliothekarInnen, dass beide Seiten technisch und nicht technisch im Programm etwas finden. Der nächste Vortrag freut mich ganz besonders, kommt vom Data Librarian bei Salary Code, Danik Pausen. Wir machen ja viel Beratung beim Neuaufbau von Repositorien, bei Migrationen, bei Konzeptionen. Und oft geht es um die Frage von Schlagworten. Wie gehen wir damit um? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Warum schreibt das Dienstzertifikat uns die Nutzung der DLC vielleicht vor, selbst wenn alles, weil wir ein fachspezifisches Repositorium sind, nur in eine Schiene fällt? Ja, und was machen Freischlager? Was bringen sie uns? Was bringen sie uns nicht? Wofür sind sie geeignet und wofür nicht? Und dazu gibt es jetzt den Vortrag von Herrn Pausen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Wie Pascal jetzt sagte, es kommt ein eher bibliothekarischeres Thema. Was mich interessiert hatte, war die strukturelle Qualität von Schlagwörtern. Also wir schauen uns nicht die Informationsqualität an von denen, sondern mehr nach formalen Kriterien. Wie schaut das aus in einem System, wenn sich über Jahre hinweg Tausende von Schlagwörtern ansammeln? Wie sind also die Verteilungen? Wollen das vielleicht auch ein bisschen bewerten, wo sie gut einsetzbar sind und wo nicht. Ich habe zu Beginn zum Einstieg 2 bis 3 Folien als theoretische Grundlage, sage ich mal, die wir dann auch beim Fazit nochmal uns rück anschauen werden. Zum einen, was sind die Funktionen von Inhaltserschließung, wenn wir sie in Systemen wie zum Beispiel Repositorien anwenden für unsere Dokumente? Da haben wir zum einen den großen linken Block, das Retrieval von Dokumenten. Also ich suche nach einem ganz bestimmten Thema, ich möchte eine Überblickssuche machen oder ich habe schon eine Ergebnisliste und möchte die nochmal genauer filtern auf ein bestimmtes Thema. Dann haben wir die zweite Säule, das ist die Anzeige von Informationen zum Inhalt. Also man hat wirklich die Item-Page vor sich, das einzelne Dokument. Und über die Inhaltserschließung erfährt man was über das Thema, ohne dass man direkt reinlesen muss. Und die dritte Säule ist die Exploration, also das Bewegen im System. Man hat ein Browsing, wo man sich durchklicken kann, im besten Fall sogar hierarchisch. Man hat auswählbare Terme, wo man draufklicken kann und dann kriegt man eine Ergebnisliste mit Termen dahinter. Diese Funktionen werden von unterschiedlichen Formen der Inhaltserschließung unterschiedlich gut erfüllt. Grundsätzlich kann man erstmal unterscheiden in die Notationen einer Klassifikation. Das sind dann oft eher Codes, die für etwas Bestimmtes stehen innerhalb dieser Klassifikation. Und auf der anderen Seite eben Terme mit natürlicher Sprache, also die man auch direkt ohne Hintergrundwissen versteht als Mensch. Und diese Terme mit natürlicher Sprache unterscheiden sich nochmal, je nachdem, auf welcher Grundlage sie sozusagen vergeben wurden. Wir haben entweder vorgegebenes Vokabular, wenn wir jetzt einen Fachthesaurus zum Beispiel nehmen. Dann haben wir Stichwörter, die auf der Basis von dem Titel oder dem Volltext vergeben wurden als Wörter. Und das, was uns jetzt im Kern interessiert, die freie Termvergabe, wenn also es gar kein wirkliches vorgegebenes Vokabular als Grundlage gibt. Diese freie Schlagwortvergabe ist die überwiegende Methode bei der Submission in Repositorien. Auch wenn wir Metadaten aus anderen Quellen übernehmen, steht dort oft am Anfang irgendwo eine Eingabemaske, wo dann eine Person relativ frei in ein Metadatenfeld sozusagen sich Gedanken gemacht hat und dann Schlagwörter vergeben hat. Dies hat den Vorteil, dass man relativ authentische Terme hat, weil die AutorInnen natürlich selbst ihre Publikation am allerbesten kennen und sie kennen auch den wissenschaftlichen Kreis, den sie adressieren wollen. Und man ist nicht darauf angewiesen, laufenden Vokabular zu aktualisieren, weil die Personen selbst wahrscheinlich selber sehr aktuelle Terme verwenden werden. Und der zweite Punkt ist, dass die Methode natürlich sehr ressourcensparend ist. Man spart Personal und man spart auch technische Lösungen, weil in der Regel braucht man einfach nur ein wiederholbares Metadatenfeld und kann dort die Terme reinschreiben. Ich habe mir jetzt das ein bisschen genauer angeguckt. Ich habe eine Datenanalyse gemacht.
Ich habe mir 8 größere DSpace-Universitätsrepositorien angeguckt, dort alle Publikationsmetadaten abgerufen über die OAI-PMH-Schnittstelle, das über R aufbereitet. Das sah erstmal so aus, also jede Publikation war eine Zeile. Die Subjects waren alle in einer Spalte und dort dann mit Komma getrennt. Dann habe ich die Schlagwörter aufgetrennt, sodass jedes Schlagwort eine eigene Zeile bekommen hat, so damit ich diese dann zusammenfassen kann. Das sieht dann jetzt so aus, zum Beispiel das Schlagwort Mars kommt in diesem Repositorium 36 Mal vor. Gar nicht schlecht. Und was ganz wichtig war, dass in dieser Subject-Spalte eben auch die ganzen DDC-Klassen gelandet sind. Also da war ein bisschen Aufbereitung nötig, dass ich die herausfiltere, weil uns interessieren ja die freien Schlagworte und jetzt nicht die DDC-Klassen. Hier einmal die Übersicht, welche Repositorien ich genommen habe. Ganz wichtig, ich habe jetzt hier einen Fokus genommen auf institutionelle Volltext-Repositorien, also jetzt keine Repositorien, die sich auf Forschungsdaten spezialisieren oder disziplinären Fokus haben, sondern die klassischen Institutsrepositorien. Alle zusammen haben dann 150.000 Publikationen zusammengebracht mit 480.000 Schlagworten. Wenn ich Schlagworte sage, dann meine ich die gleichlautend zusammengefassten Schlagwörter. Wenn man jetzt wirklich die einzelnen Metadatenfelder zählt, sind es 830.000, also schon eine beachtliche Menge. Und wenn wir uns das hier einmal in der Verteilung anschauen, haben wir im Durchschnitt bei diesen 8 Volltext-Repositorien 78,04% all der Schlagworte, die nur einmal vergeben sind. Das heißt, in diesem System gibt es einen Titel, wo es dieses Schlagwort gibt und keinen zweiten. Wir haben nochmal 11,57%, die kommen zweimal in dem ganzen System vor. Das heißt, man hat immerhin zwei Titel, wo dieses gleichlautende Schlagwort vergeben ist. Das sind zusammengenommen schon ca. 90%, die in maximal 2 Publikationen verwendet werden. Der Rest sind dann sozusagen diese 10,39%. Man kann das auch noch weiter zuspitzen. Also wenn man sagt, bis maximal 5 Dokumente pro Schlagwort, sind wir bei 96,65%. Das heißt, weniger als 3,5% aller Schlagworte haben mehr als 5 Verknüpfungen, also Titel, auf die sie verweisen. Ich habe jetzt ein paar Beispiele mitgebracht. Es gibt natürlich zahlreiche und vielleicht auch noch prägnantere, aber hier sieht man mal so ein paar Punkte, wie es sich dann gestaltet in der Praxis. Wir haben rechts oben zum Beispiel verschiedene Schlagworte, die entstehen dadurch, dass Groß- und Kleinschreibung variiert. Alles groß geschrieben, alles klein geschrieben und so weiter. Wir haben hier links oben in dem Block, sehen wir, es gibt verschiedene Schriftsysteme, die gespeichert werden. Wir haben natürlich verschiedene Sprachen auch. Diese alphanumerische Term, das ist laut meiner Recherche ein chemischer Ausdruck. Und jetzt bei dem letzten Beispiel haben wir das erste Wort wohl ein deutsches Wort und das zweite ein englisches. Und das sieht man eben auch, also Schlagwörter, die aus teilweise wirklich mehreren Wörtern bestehen. Und der klassische Rechtschreibfehler ist links unten bei dem Beispiel auch dabei. Hinweisen möchte ich auch auf die Tabelle. Das ist so ein bisschen sind die Extremfälle. Das ist aus einem der 8 Repositorien. Da habe ich mal nach Häufigkeit der Schlagworte sortiert. Da ist an der Spitze ein Titel, der hat 445 Schlagworte vergeben bekommen. Also eine ganze Menge. Und da sieht man, okay, innerhalb dieses Repositoriums sind es auch einige Titel, die im dreistelligen Bereich Schlagworte bekommen haben. Ich habe da stichprobenartig mal reingeguckt, das waren wirklich sinnvolle Schlagworte. Also das war kein Quatsch oder technisch erzeugter Fehler. Also es waren wirklich richtig viele Schlagworte, die einfach eingetragen wurden. Als nächstes möchte ich auf eine Funktion eingehen, die man in sehr vielen DSpace-Repositorien sieht. Also es ist nicht schwer, die zu finden. Es wird von vielen so angewandt. Das ist das Browsing nach Schlagworten, beziehungsweise das Auflisten nach Schlagworten. Man kann sich hier durchklicken, in diesem Fall sind es jetzt über 90.000. Man kann auch direkt zu den Buchstaben springen und dann sich durchklicken. Und es gibt dieses Suchfeld oben mit geben Sie die ersten Buchstaben ein. Es müssen aber auch tatsächlich die ersten Buchstaben sein. Wenn ich da jetzt Bach eingebe, dann kriege ich das Schlagwort Bach zurück, aber ich kriege nicht Johann Sebastian Bach, dann müsste ich Johann eingeben.
Also das ist ein bisschen limitiert. Was aber mein Hauptpunkt ist, hier merkt man natürlich besonders diese 90%, die nur ein oder zwei Verknüpfungen haben, weil es unglaublich aufgebläht ist. Es ist sehr schwierig, sich sein Schlagwort rauszusuchen, was einen interessiert. Und man hat überhaupt gar keine Belohnung. Also am Ende kommt nichts bei raus, außer ein oder zwei Titel. Und das sind jetzt einfach nur so ein paar Screenshots aus verschiedenen DSpace-Repositorien. Das ist ja meine Praxis, die durchaus weit verbreitet ist, wo aber man die am prägnantesten die Schwäche der Methode sieht. Das ist der Punkt zur Exploration auch ein bisschen. Ich wollte dann als Gegenpunkt auch nochmal mir das Retrieval angucken, was ja in Repositorien nochmal ein bisschen anders ist und auch ein bisschen schwieriger zu bewerten als jetzt bei der Exploration. Grundsätzlich bei Bibliothekskatalogen und Bibliografien ist es ja so, da haben die Metadaten eine extrem wichtige Bedeutung im Retrieval, weil das ist die einzige Termquelle für den Relevanzabgleich. In Repositorien haben wir allerdings die Volltexte, die mit einbezogen werden. Das heißt, die Bedeutung der Metadaten sinkt erstmal, weil in die Berechnung viel stärker auch die Volltexte mit einbezogen werden. Sie haben natürlich trotzdem noch Bedeutung bei der Berechnung der Relevanzfaktoren, weil ein Treffer bei einem Schlagwort ist natürlich höher zu gewichten als ein Treffer im Volltext. Weil da hat sich jemand Gedanken gemacht und gesagt, okay, das beschreibt den Text sehr gut. Und sie haben natürlich trotzdem noch Bedeutung beim gezielten Filtern auf einzelne Metadatenfelder. Also dort können sie benutzt werden. Ich wollte dann trotzdem mal herausfinden, was für einen Term-Mehrwert die Schlagwörter bieten. Also wie oft kommen sie auch wortgleich in Titel oder Abstract vor? Da sehen wir, haben wir deutlich größere Schwankungen als bei der Verteilung, die ich zu Beginn gezeigt habe. Also wir haben hier ein Repositorium bei oder zwei bei knapp über 20%, wo also nur 20% der Schlagworte gleichlautend in Titel oder Abstract vorkommen. Aber wir haben ja auch ein anderes Beispiel, wo quasi 50% der Terme genauso identisch auch im Titel oder Abstract vorkommen. Ich habe das dann versucht, nochmal ein bisschen genauer zu machen, weil mir ja durch den Kopf ging, dass sehr viele Schlagwörter aus mehreren Termen bestehen und habe die nochmal aufgeteilt und die mit Titel und Abstract abgeglichen. Das hat dann natürlich die Quote nochmal deutlich erhöht, dass also im Durchschnitt über 50% der Terme in Titel und Abstract vorkommen. Aber das muss man dann natürlich auch den Schlagwörtern lassen. Das ist natürlich dann trotzdem wertvoll in dem Sinne, dass dort einige Terme hinzugefügt werden, die sonst in den Metadaten überhaupt gar nicht vorhanden sind. Gut. Um das nochmal zusammenzufassen, habe ich jetzt hier nochmal die Folie mit den Funktionen von der Inhaltserschließung, um das durchzugehen. Wir haben einmal das Retrieval. Hier muss man sagen, es gibt einen eingeschränkten Mehrwert. Der liegt zum einen darin, dass das natürlich auch technisch ausgeglichen wird, also dass nicht eins zu eins abgeglichen wird, sondern auch sowas wie ein Stemming stattfindet, dass man sowohl Treffer hat bei Biologie als auch bei biologisch, weil das gekürzt wird und sozusagen das System technisch die große Variation bei den Schlagwörtern ausgleicht. Aber man natürlich trotzdem große Schwierigkeiten dadurch hat, dass man eben so ein riesige Zahl an Schlagwörtern hat, die einfach sehr stark variieren und keine Doppelungen stattfinden. Und das merkt man natürlich dann auch besonders, wenn man das nutzen möchte zur Facettierung bei Ergebnislisten, weil man dann natürlich nur sehr wenige Häufungen hat. Die zweite Säule habe ich auch komplett rot hinterlegt, weil man es hier besonders prägnant merkt, weil die einzelnen Schlagworte einem angezeigt werden und man klickt drauf und es kommen keine Titel oder man hat ein Browsing und vermischt dadurch die Terme auch mit den DDC-Klassen. Deswegen ist hier das Fazit, dass eine große Anzahl dieser freien Schlagworte den Nutzen vieler Funktionen oft reduziert und eben auch den Nutzen von kontrollierten Termen verwässert, die parallel vergeben werden. Ich habe das nochmal in vier Punkten jetzt zusammengefasst. Also das Browsing ist bei kontrollierten Vokabularen und Klassifikationen sehr sinnvoll. Nehmen wir zum Beispiel die DDC-Klassen, die haben eine Hierarchie, das ist eine feste Anzahl an Termen, da klickt man drauf und man hat eine nennenswerte Anzahl an Titeln, die dann hinterlegt ist.
bei Schlagwörtern meistens nicht. Der zentrale Mehrwert wiederum liegt auf der Darstellung in der Item-Page. Das heißt, man geht auf ein Item drauf und man sieht, okay, da sind jetzt ein paar Schlagwörter vergeben und man hat direkt eine Ahnung, okay, ist das relevant für mich, worum geht es hier, man muss gar nicht großartig in den Text reinlesen. Die Voraussetzung ist natürlich A, dass die Schlagwörter tatsächlich angezeigt werden auf der Item-Page. Ich bin auch Repositorien begegnet, wo die nur in der Langanzeige sichtbar waren. Und dann können Sie diese Funktion natürlich gar nicht erfüllen. Die zweite Voraussetzung ist, dass es nicht 445 Schlagwörter sind, die auf der Item-Page schon angezeigt werden. Weil, ja, können sich alle vorstellen, dass das natürlich so nicht gut funktioniert. Die Bedeutung für das Retrieval ist eh geringer als in Katalogen und Bibliografien durch den vorhandenen Volltext. Es kann in bestimmten Situationen einen Mehrwert haben, aber es ist keine zentrale Stütze. Und beim letzten Punkt wollte ich nochmal sagen, es geht nicht darum, diese Methode an sich jetzt zu verwerfen. Die ist, denke ich, in dem Bereich unverzichtbar und hat deutlichere Vorteile. Aber man muss wissen, wie man mit ihr umgeht, in welchen Bereichen man sie gut einsetzt, was man selber für Workflows haben kann, um die Qualität der Schlagwörter zu verbessern und wie man vielleicht auch versucht, bei den Einreichenden eine Verständnisebene zu schaffen, was sie eigentlich leisten sollen, wenn sie sich diese Schlagwörter überlegen und was vielleicht auch typische Fehlerquellen sind. Genau. Das war auch schon mein Einblick in die freie Schlagwortvergabe. Wir hätten jetzt noch mal Zeit für ein paar Fragen oder Anmerkungen.